Community dabei. Eine super coole Zeit. Die und alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße, Valentin, Mittagsaktiv. Ich hoffe, ihr seid wach. Und schon mal ein bisschen mit dem Intro-Song hier reinkicken, der bei dem Song-Contest rund um die Codes entstanden ist. Ist auf jeden Fall ein richtiger Banger geworden, richtig catchy. Ich feiere, naja, okay, ich bin voreingenommen, Leute. Der Song geht um mich, es geht um die Insider, natürlich mag ich den. Wenn ihr den genauso mögt, gerne einen Like-Button hochlassen. Würde mich natürlich mega freuen. Wir erwarten heute ein Content-Update. Und allein das sollte euch das schon wert sein. Und natürlich, um den Algorithmus zu pushen, dann kriegt ihr die Videos öfters in der Startseite. Dann gibt es auch mehr Codes, die reingeschallert werden. Und. Also hat ein paar Vorteile für mich. Content-Update. Pizza kommt rein. Das schallert rein. Da kommt schon mal wieder ein bisschen was auf uns zu. Testen wir gleich mal alles aus, was, wie, wo, weshalb mit der Pizza auf sich hat. Vielleicht kriegen wir ein neues Story-Update, was rund um die Raketenmission der 7. Da könnte was reinkommen, aber an dieser Stelle muss ich schon mal ein dickes Dankeschön an die Community geben für einen wirklich schönen 12-Stunden Geburtstagsstream. Wir haben von gestern auf heute, für die Leute, die es nachträglich schauen, vom 24. auf den 25. hier im Stream meinen Geburtstag reingefeiert. 12 Stunden lang, über 1000 Leute permanent dabei und aber nur in 10. Es war eine coole Party. Haben viele coole Sachen angehört. Community Games, über hunderte von Gratis-Codes im Livestream verteilt. Also auch die YouTube-Zuschauer gerne bei twitch.tv/heystand vorbeischauen, bevor der Boy hier mich gleich absnickt und ich das Intro wieder neu reinquatschen sollte. Also, ne? Dickes Handherz geht's raus, Leute. Ohne euch wäre das alles nicht machbar und, ne, und auch genau deswegen ist dieser Song entstanden. Ne, so viele schöne Insider, die hier angesprochen werden. So, haben wir. Schießt lieber als zu bauen, ne, allein das ist schon so eine Anspielung darauf, dass ich eigentlich nie baue und nur schieße. Das ist auf jeden Fall für mich Stand aktuell Platz 1 der Gewinner. Wir müssen noch ein paar anhören, aber ich bezweifle, dass das getoppt wird. Ja, ne? Also, ich feiere es. Ich hoffe, ihr genauso. Wenn ihr es feiert, Links zu dem Video unten in der Videobeschreibung. Spotify-Link sollte auch nachträglich geliefert werden, wenn er nicht schon da ist, wenn dieses Video released wird. Deswegen auch gerne auf Spotify natürlich im Loop laufen lassen. Mit runtergesenkten Autoscheiben quer durch Berlin und dann diesen Song einfach losschallern, damit euch alle angucken und denken, was stimmt mit euch nicht und was ist das denn für eigentlich ein Autotune-Song? Ja, der ist vollgeballert mit Autotune, Leute, aber hey, was soll's? Es passt trotzdem zu Beat, ne? Das Timing ist dabei, es ist melodisch gesungen. Nicht mal Wap Wap könnte es toppen hier, ne? Wap Wap ist auch schon der größte Banger-Song, den YouTube je gehört habe, also hat das schon eine Leistung, das zu toppen. Sei es drum. Ja, auf jeden Fall wirklich schöner Geburtstag. Hunderte von Subs rausgehauen. Krasser Support, wie immer. Und dickes Handherz geht auch daraus, logischerweise. Apropos Codes, wo wir dabei sind. Ne, ich habe noch circa 300 Codes über. Das heißt, wir haben noch einiges. Auch noch einige iOLEC-Codes. Auch da ist noch genug für euch dabei. Alter, wie weit geht das Scan von der IO? Krass, ne? Und also einige Codes von denen, ich werde einige aufbewahren, werden auch beim Horizon 2 Stream dabei sein. Hier, der neueste Streamplan, ne? Was wir alles noch so machen werden, wird natürlich nach und nach aktualisiert. Zwischen Horizon und so weiter wird es natürlich auch weiterhin Streams geben. Aber auch beim Horizon Stream zum Beispiel wird es nochmal weitere Giveaways geben. Auch für die Leute, die natürlich alles anschauen und nicht nur Fortnite, gibt es natürlich noch dicke Belohnungen. Und da auch gerne dabei sein, macht euch einen Screenshot davon, würde mich freuen. Jetzt ist der Kill nicht da. Ich habe den so krass triple edited, ne? Habt ihr sogar das neueste 5-fach edit gemacht. Was noch nie kein Pro sehr beherrscht, aber einfach nicht im Video zu sehen, Leute. Will ich da rein? Will ich der freundliche Streamer sein? Ja, der freundliche Streamer, der die Bots einmal wegcleart. Das war gerade ein sehr interessanter Feuerfight zwischen den zwei Kollegen hier. Zwischen den zwei Bot-Kollegen. Ne? Und dann slidet man einfach rein, wie bei den Girls in den DMs, Leute. Und schneckt sich das einmal. Sehr schön. Haben wir. Und schon haben wir unsere 5er Killround und endlich mal auch eine MP mit Muni. Shotgun könnte nochmal ein paar Muni vertragen, ne? Ein paar Schüssi, aber... Ne, der Granatlauncher ist so selten. Dann nehme ich den auch mal gerne mit. So. Und natürlich, wenn ihr mir gratis Geburtstagsgeschenk machen wollt, auch die Leute auf YouTube,
natürlich gerne in den Itemshop einmal gucken, ob noch ein Code drin steht. Bald kommt der grüne Goblin raus. Einmal reingehen, eintragen. Das Ding ist drin. Selbst wenn ihr nichts davon kaufen wollt, es würde mich freuen, wenn ich einfach sehe, dass die Leute das eintragen, dass meine Call to Action hier funktionieren und dass die Leute natürlich auch immer wieder die Codes bekommen, wenn die den Creator Code eintragen. Steht ja, ne? Schon klar. So, Ingame schon mal angekündigt. Versammelt euch hier und schmeißt eine Pizzaparty mit sofort stärkender Schlürfpizza. Schlürfpizza. Wegen den blauen Pilzen, Leute. Nicht im echten Leben nachmachen. Blaue Pilze im echten Leben, die kicken ein bisschen zu sehr rein. Ah ja. Pizzaparty. Komm, und jetzt alle den Pizza-Emote. Oh. Wie geil. Das probieren wir ja auch aus. Wir geben Klumbo gleich ein bisschen Pizza. Ne, schauen wir mal nach, wie was der Kerl leuchtet. Hier ist der neue blaue Skin, Action-Skin, Leute. Da, Tomatenbruder. Wie geht's dir? Ich möchte Pizza haben. Hier, ich bezahle mit Code. Ich code einmal auf die Theke. Nein, unter anderem kann man das Pizza-Item auch hier bei Tomato Head kaufen. Episches Item tatsächlich. 50 Gold. Okay. So, einmal Pizza bitte. Das reicht nicht. Einmal direkt vor der Nase die. Aber liegt ja auch echt rechts daneben. Von daher, alles gut soweit. Ich bin jetzt der Pizzamann, Leute. Aber einfach die Pizza geklaut bei dem. Zufall oder Trivago, Leute. Man weiß es nicht. Ich würde die gerne trotzdem kaufen für ein paar weitere Tests. Deswegen brauche ich mal ein bisschen mehr Gold. Der Ausrüstungssound ist geil, ne? So, Pizza. Ich bin dein Tomatenbruder. Okay, holen wir uns noch eine zweite Pizza. Zack, Katschink ist drin. Okay, man kann zwei Stück dazu davon tatsächlich stacken. Ne, wisst ihr Bescheid. Und von der Video- bzw. Beschreibung her haben wir hier großer Karton mit Schlürfpizza für dich und deine Freunde. Oh, das ist aber cute. Und für Klumbo? So, kommen wir zu Klumbo. Und es gibt auch sogar noch ein paar interessante Balance-Änderungen jetzt auch für Arena. Kommen wir gleich noch zu, was das Spider-Man-Item betrifft. Reagiert Klumbo, wenn ich mit der Pizza schon vor der Nase rumlaufe? Ah, eine schöne heiße Pizza, ne? Nee, juckt dich nicht so, ne? Juckt dich nicht so. Okay, mit Rechtsklick können wir schmeißen. Mit Mausklick können wir auch schmeißen. Okay. Schmeckt dir meine Pizza nicht, oder was? Ein Stück nehmen oder ein Stück essen? Wenn wir ein Stück nehmen, dann stacken wir das tatsächlich in unserem Inventar. Und da können wir zwei Hälften oder beziehungsweise zwei Stücke können wir miteinander mitnehmen. Und der Pizzakarton geht kaputt. Oh, jetzt hat er die Pizza gerochen. Warte, brauche mehr Pizza. Nom, 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 lecker Pizza, ne? Oh, oh, er hat Durchfall! Bin mir nicht sicher, ob ich diese Pizza mag, Leute. Aber wir essen die mal erstmal selber. 25 Schild, wenn man die einfach selber futtert. Ne? Und nicht nur Schild tatsächlich, es gibt auch tatsächlich Green Life. Je nachdem, was zuerst kommt, ne? Was ihr zuerst braucht. Und deswegen kann tatsächlich die Pizza auch Green Life wiederherstellen, genau 25, aber bis maximal 150. Nuki, das perfekte Item für dich da. So, soweit so gut, ne? Hier ist noch ein Stück Pizza. Will er nicht haben, ey. Okay, die Pizza kann man auf jeden Fall rumreichen an die Kollegen. Also ist im Prinzip wie ein Mini. Ist besser als ein Mini. Das ist das bessere Mini, aber du kannst halt nur zwei Stück davon mitnehmen, ne? Weil du instant, innerhalb einer Sekunde, sofort 25 Schild oder HP bekommst. Ja, deswegen auch nur fair, dass es nur zwei Stück gestackt werden wird. Aber, die Pizza, wenn man die auf den Boden schmeißt, kann man dann tatsächlich auch nicht mehr aufheben. Dann ist das Ding lost. Was ist, wenn ich das Ding einfach so, die ganze Schachtel? Na? Die ganze Schachtel für dich? Okay, warte. Ich glaube, der sieht man nicht von da oben. Du kannst ja welche auf den Boden schmeißen, zwei essen und dann mitnehmen. Genau. Das ist es halt. Du schmeißt den Karton auf den Boden, isst zwei Stück, haltst dich damit auf 150, nimmst noch zwei Stück mit und hast das perfekte Healer-Item, ne? Ah, jetzt den ganzen Pizzakarton. Hat mich 50 Gold gekostet. Nom, 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 ne? Krieg nicht mal... Okay. Aber die ganze Pizza gesnackt, Leute. Am Stück. In einem Rutsch. In den Mund rein. Schmackhaft. Auf jeden Fall. Einfach Nuki. Das bin ich. Ja. Das ist jetzt auch offiziell Nuki Klombo.
Schlapp direkt eingeschlungen, Leute. Sehr gut. Oh oh. Oh oh, er kriegt Durchfall. Ah, und Medikit. Na, schlechter Tausch. Ich habe gerade wirklich, glaube ich, ein Furzgeräusch gehört, oder? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, haben wir neue Aufträge für die Rakete? Hat er uns hier irgendeinen neuen Auftrag rausgehauen? Ich muss noch eine Menge nachholen. Schade, wir schauen mal, was mit der Rakete los ist. So, bei den Raketen. Schade, kein neuer Auftrag. Vielleicht am Morgen, übermorgen. Laura, danke schön für die 200 Bits. Ne, was jetzt, ob die Rakete jetzt Glück hatte oder nicht, ob die den Auftrag erledigt haben. Ne, das interessiert mich ja jetzt, wie es da weitergeht, weil es mal so ein bisschen jetzt den Teaser gibt, wie die Live-Event-Story weitergeht. Aber, nichtsdestotrotz, mit diesem Content-Update wurde auch ein bisschen was schon für 19 Version 2.0 angekündigt. Unter anderem für Arena, dass es dort das Pizza-Item nicht gibt. Hier oben, ne? Pizza-Item ist nicht vorhanden. Und wird noch eingeschätzt, wie stark es ist. Ist auch okay, die sind ja eh sehr pingelig, was da das angeht. Und hier Spider-Man-Item, auch in Arena und allgemein alle Wettkampfmodi, kann nur noch 20 Mal benutzt werden statt 80 Mal. Dadurch soll das begrenzt werden, dass die Leute quer über die Map fliegen können und dann immer noch genug Ladung haben. Und somit ein bisschen bewusster und kontrollierter eingesetzt wird. Während natürlich Public weiterhin Spaß haben darf und einfach um Baum kreisen darf oder so. Auf jeden Fall interessant. Nächstes Update, nächsten Dienstag wird das auf jeden Fall schon mal reingekickt. Noch eine weitere Sache zu möglichen Kooperationen sind auch nochmal jetzt ein bisschen am Herumkursieren. Unser lieber Boy Donald Mustard hat wieder ein bisschen was geteasert und ein bisschen was rausgepostet. Wo man... Hey, mach mir doch keine Angst, Junge. Mach mir doch keine Angst, Kollege. Hallo. So. Falscher Tanz. Falscher Tanz, Kollege. Am Start. So, und zwar Donald Mustard hat was getwittert. Und zwar während eines Football-Match in Amerika hat er dann auf einmal einen Tweet rausgehauen, wo stand To be continued. Und zwar den gleichen Schriftzug und die gleiche Animation von Zurück in die Zukunft. Ne? Eine Anspielung darauf, dass wir Zurück in die Zukunft jetzt als Kooperation bekommen. Oder weil er das Fußballmatch da gefühlt hat und sagt, dass es da weitergeht, wie es da weitergeht. Weiß im Prinzip eigentlich keiner gerade aktuell so richtig genau, ne? Könnte auch irgendwie mit diesem Fußballmatch zusammenhängen. Wäre natürlich eine mega Enttäuschung. Oh, und direkt Pizza-Item. Schmeckt. Nehme ich mit. Ist sogar besser als ein Biggie, ne? So, und wie gesagt, dieses To Be Continued mit Rette die Welt. Zurück in die Zukunft. Auch dort wird die Welt gerettet. Ne, kann was mit Fortnite zu tun haben, kann aber auch was mit diesem Football-Match zu tun haben. Weil es genau nach dem Football-Match passiert ist und einige Football-Experten hier im Chat sagen auch, Brady hat da irgendwie das Spiel nochmal komplett umgedreht und deswegen, dass da irgendwie noch ein großes Comeback kommt, was auch immer. So die grobe Zusammenfassung. Ich würde es nicht unbedingt sofort als Bestätigung sehen, dass es was mit Zurück in die Zukunft zu tun hat. Aber erstmal im Hinterkopf behalten und natürlich auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr dazu? Aber das ist nicht der einzige Tweet von unserem Donald Mosty Boyd, unserem Senfsoße. Ne? Und zwar hat er auch nochmal direkt was, zwei Tage später, auch nochmal was sehr Seltsames gepostet auf Twitter. So, und zwar tatsächlich vor 10 Stunden hat er einen Tweet gepostet und sagt, man sieht ein sehr gutes und mysteriöses Ding. Was? Hoffnung, dass es als fortgesetzt wird. Ja, das ist die Übersetzung, Leute. Auf Englisch, seeing a very good thing and mysterious thing. What? Hopes to be continued as. Genau. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was wir uns damit anteasern würden. Was hat aber Gutes und Mysteriöses gesehen, wo man was macht? Ne, mit einem sehr langgezogenes Was. Und einige sehen das bei Gravity Falls. Eine Anspielung an Gravity Falls. Ich weiß nicht warum. Da ist ich gerade echt im... Jetzt baut er wie ein Weltmeister. Also bauen hat er in Creative gelernt, aber schießen? Aber schießen? So gar nicht. Also wirklich so gar nicht. Der hat um sein Leben gebaut, aber vergessen so ein bisschen ein paar A-Maps zu spielen. Sehr zu empfehlen. Würde ich auf jeden Fall ein bisschen rausschallern. Ne? Und genau das drum geht's auch in dem Song.
Ich habe keine Ahnung, warum Gravity Falls. Kann ja YouTube mir vielleicht in die Kommentare schreiben. Und natürlich könnt ihr auch die Videos auf der rechten Seite auschecken, Leute. Würde mich mega freuen. Ein Like-Button, wenn ihr gute Laune habt. Wenn ihr schlechte Laune habt, vielleicht macht es euch ja glücklicher. Man weiß es nicht. Right, right, right. Ihr wisst Bescheid. Also, gerne Abo-Button und Glocke reinhauen. Es wird mich mega freuen. Wie so oft, natürlich freue ich mich auf alles, was jetzt hier passiert. Ne? Seid dabei und ihr werft lassen.